Kommen wir zum Thema Einheimische. In letzter Zeit waren in den Medien auch immer wieder ein möglicher Wechsel von Patrick Spanring im Raum, welcher dann bekanntlich nach Villach gewechselt ist. Was macht es genau zu seiner großen Herausforderung, Vorarlberger Cracks zurück ins Ländle zu holen? Na, zuerst einmal ist es die Problematik, warum verlassen uns so viele Vorarlberger? Weil, ich meine, wir haben das Nationalteam gesehen und die Hälfte sind Vorarlberger. Das würde ja im Umkehrschluss heißen, wenn die Hälfte der Spieler von hier kommen, dass die anderen Vereine in die Richtung die letzten Jahrzehnte nicht so viel investiert haben wie wir. Und das ist der Faktor. Also, wir haben diese Diskussionen oft und immer heißt es ja, in der Liga sind zu viele Ausländer und so, was ein kompletter Blödsinn ist. Also jeder, der die Statistiken anschaut, sieht, dass in der DEL auch nicht weniger sind und selbst in der Schweiz nicht weniger sind. Die Problematik ist, dass wir zu wenig Österreicher haben. Wir haben ein Österreicher-Problem. Und das ist der Grund, warum es so schwer ist, Spieler zurückzuholen aus Vorarlberg-Spieler zurückzuholen. Denn es zeigt ja, dass hier bei den Vereinen in Vorarlberg einfach eine Top-Ausbildung passiert, dass eine super Qualität nach außen geht. Und diese Qualität ist ja nicht nur in Österreich gefragt, die ist ja auch in der Schweiz gefragt und woanders auch gefragt. Und das ist eigentlich die Problematik. Wenn alle Vereine in dem Sinn, also wenn man das jetzt einfach so analysiert, die Arbeit so gut gemacht hätten in der Vergangenheit mit der Ausbildung der Spieler wie wir, dann hätten ja eigentlich alle Vereine genügend Spieler und dann müssten die Vorarlberger dann auch gar nicht weggehen, sage ich jetzt mal so. Und, oder wären dann gar nicht so ein Objekt der Begierde, wie es jetzt ist, wenn überall die gleiche Qualität herrscht. Also das ist etwas, was wir natürlich sehen und versuchen zu ändern, wir EBL-Vereine, dass da einfach die letzten 25 Jahre Versäumnisse bei vielen Teams und auch beim Eishockeyverband waren in Österreich und darum sind zu wenige Österreicher da. Und darum ist es so schwer, so eine Qualität von Spielern zurückzuholen, da, wenn so ein Spieler auf den Markt kommt, sich sofort acht und zum Teil mittlerweile sogar schon die AHL, also sprich die Zweitligamannschaft, noch diese Spieler stürzen, weil einfach zu wenig Spieler auf diesem Niveau am Markt sind. Die Spieler, die jetzt nachkommen, die Jünger, da ist es natürlich ein anderes Thema. Auch hier haben wir das Problem, dass viele Top-Spieler mittlerweile in Davos, Zürich, Red Bull Akademie spielen, von Vorarlberg wieder. Aber generell haben viele EBL-Vereine die letzten 3-4 Jahre, was das anbelangt, komplett neue Strukturen geschaffen, was die Ausbildung anbelangt. Auch wir haben ja eine Akademie gemacht hier, die jetzt vielleicht nicht mit einer Ganztagesakademie, wo man isst, schläft und wohnt, zu vergleichen ist, aber wir haben Spieler, die das wirklich möchten, die irgendwann mal ihr Hobby zum Beruf machen möchten, geben wir die Chance ab 14 Jahre zusätzlich jede Minute ihrer Freizeit kontrolliert und geführt zu trainieren. Wir haben mit ihnen ganz klare Ausbildungswege, wo wollen wir sie in 3, 4, 5, 6, 7 Jahren haben. Wir haben das vor 3 Jahren angefangen mit 2 Spielern und sind jetzt schon bei 15 Spielern dieses Jahr gewesen. 2 von diesen Spielern verlassen uns wieder in Akademien Richtung Schweiz, was uns natürlich auch stolz macht. Das zeigt, dass wir Top-Arbeit machen. Auf der anderen Seite zeigt es einfach auch, dass wir in Vorarlberg leider noch nicht so weit sind, dass wir Schule, Ausbildung oder sagen wir Eishockey und Schule und Eishockey und Lehrberuf so anbieten können, wie das leider noch, dass diese großen Akademien und so können. Und da ist sicher noch die nächsten Jahre daran zu arbeiten, aber das wissen wir EBL-Vereine und ich meine, ich sehe ja in die anderen Vereine hinein und da gibt es richtig tolle Sachen. Ich meine, die Salzburger Akademie müssen wir gar nicht reden, aber wenn man sieht, dass zum Beispiel die Wiener Capitals 3 Vollschulklassen direkt in der Eishalle mittlerweile haben. Das heißt, die gehen in der Eishalle in die Schule und gehen in der Eishalle auf die Trainings und also so geil, muss ich gerade sagen, das ist gewaltig. Und auf der anderen Seite, wenn man sieht, was der KAC die letzten Jahre zusätzlich auf die Beine gestellt hat. Also ich denke, bis in 7, 10 Jahren wird sich diese Fragen gar nicht mehr stellen, warum spielen so viel Vorarlberger dort oder so viel da, wenn man hart dran bleibt und
es irgendwie schafft, diese Millenniumsgeneration vom Daumensport wieder zum richtigen Sport zurückbringt, sehe ich da kein Problem. Denn die Spieler, wie gesagt, die wir haben, auf die sind wir stolz und die versuchen wir auch weiterzubekommen. Es kommen, ich glaube, dieses Jahr 4 oder 5 Spieler von der U17 direkt in das Ausbildungsprogramm mit dem ERC Bregenzerwald, in die Kooperation in die AHL. Also da passiert einiges. Aber wie gesagt, man hat 25 Jahre lang in Österreich Fehler gemacht und diese Fehler müssen halt jetzt alle Teams miteinander ausbaden. Und am besten hat es scheinbar damals Dornbirn gemacht, unter der Führung damals von Roland Reisinger, wo diese Jungs zu diesen Top-Spielern gebildet wurden hier in Dornbirn oder auch von anderen Vorarlberger Teams ausgebildet wurden. Und das sind sehr gefragte Spieler in der EBL und in anderen Ligen. Und da muss man anschließen und von dem einfach lernen und versuchen, wieder eine gewisse Masse zu bekommen, was sehr schwer ist. Aber auch dann diesen Dropout von 14 bis 18 Jahren, bis sie eine Ausbildung fertig haben, bis sie aus der Schule kommen und so die Sachen. Das sind wir noch in Vorarlberg. Aber nicht nur in dieser Sportart, sondern generell, glaube ich, noch ein bisschen hinten dran. Gibt es in den nächsten paar Jahren vielleicht die Möglichkeit, schon ein paar Nachwuchskriegs in Dornbirn wieder eine Profikarriere einzubeziehen oder dauert das noch ein bisschen länger? Naja, das dauert schon noch. Aber grundsätzlich, ich meine, wir haben versuchen das immer und machen das auch immer wieder, so wie letztes Jahr mit Pöschmann, mit Schwingi, die wir raufgezogen haben, die dieses Jahr beide im Bundesheer sind. So, da wird es halt die Frage sein, wie sie vom Sommertraining her und von dem Ganzen nachhin sich entwickelt haben, um dann vielleicht schon wieder EBL-Niveau spielen zu können oder einfach dann wieder über die AHL aufgebaut werden zu müssen. Es sind Spieler in der AHL, die letztes Jahr verletzungsbedingt oder durch andere Sachen wie Schule und vielleicht noch nicht so viel spielen konnten und auch in der AHL nicht so viel spielen konnten, wie es sein sollte, um auf das nächste Level zu kommen. Aber wir haben einen Julian Zwerger, der letztes Jahr in der AHL meiner Meinung nach sehr gut gespielt hat, der es hoffentlich mit einem harten Sommertraining, sage ich mal, in die engere Auswahl der Kooperationsspielerschaft. Wir haben natürlich einen Dominik Haberl, der schon eigentlich sehr viel oben war, aber natürlich auch noch unten gespielt hat, der sehr hart an der Verbesserung seines Eishockeys arbeitet. Wie gesagt, es kommen Jahrgang 2001 4, 5 Spieler direkt in das System AHL hinein, wo wir hoffentlich bis in 3 Jahren dann auch wieder Spieler sehen, wenn man sie uns nicht wieder vorher wegnimmt natürlich oder wegholt, die dann in die EBL kommen. Denn das Hauptproblem in einem Land, wie wir sind, ist in Finnland, Schweden, Kanada, ist das einfach ganz normal. Du gehst in die Schule, da wird genauso dieser Sport schon betrieben, Eishockey. Und da weißt du, es gibt Tischler, Zimmermänner, Dachdecker, Ingenieure und es gibt Eishockeyspieler. Das ist ein ganz normaler Beruf da oben. Und das hat sich bei uns einfach noch nicht so festgesetzt, dass Kinder sich schon von klein auf damit befassen könnten, dass man ein Hobby oder einen Sport als Beruf ausüben kann. Und daran arbeiten wir natürlich, um das zu wecken in den Kindern, aber natürlich auch in den Eltern und bei den Eltern und in der Umgebung, in der Wirtschaft, muss man das natürlich einfach auch mal zuerst versuchen zu etablieren und sagen, das ist ein ordentlicher Beruf und da wird er genauso ausgebildet oder kann er noch eine duale Ausbildung machen neben dem Eishockeyspielen. Das sind so Dinge, dass die Herausforderungen für die nächsten Jahre sind, denn eine blöde Verletzung und du kannst nicht mehr Eishockey spielen und hast keine Lehre oder keinen Schulabschluss. Das darf einfach nicht mehr passieren. Das hat es in den frühen Jahren zu viel gegeben und da legen wir auch sehr großen Augenmerk drauf. Und deshalb ist es eigentlich wichtiger, sicherzustellen, dass die ein Leben danach führen können, als wie sie um jeden Preis in die EBL aufzuziehen. Ich denke, das ist die Verantwortung eines Vereines genauso. Aber das Ziel ist es natürlich, irgendwann in ein paar Jahren, ja, jetzt geht nur mit Vorarlberg und ein paar extra können vielleicht noch zu spielen, aber das ist noch viel Arbeit und eine lange Zeit und jeder, der hier was anderes behauptet, der hat sich nicht damit befasst oder erzählt einen Blödsinn. Die Fehler, die man vor 25, 20, wenn ein Kind mit 5 Jahren anfängt, Eishockey zu spielen, dann ist er mit 25, 30
am Zenit. So, und wenn wir jetzt schauen, wie viele 25- und 30-jährige Eishockeyspieler in Österreich das es gibt, dann weiß man vor wie vielen Jahren, dass diese Fehler gemacht wurden. Natürlich werden wir Teams jetzt mit dem konfrontiert und sagen, ja, zu viele Ausländer und das, das und das. Aber das sind Fehler, die man früher gemacht hat und jetzt muss man mit dem arbeiten, was man hat und versuchen, das bestmöglich zu machen. Und deshalb ist es so schwer, um auf die Frage zurückzukommen, Top-Spieler aus Vorarlberg zurückzuholen. Und mit dem müssen wir leben. Und auf der anderen Seite gönne ich es natürlich diesen Spielern auch, wenn sie einen guten Arbeitsplatz haben und das Geld verdienen können, was sie für den Rest ihres Lebens dann für ihren Gehalt brauchen. Und das ist das Business-Profisport.